Hallo, willkommen in meinem Atelier. Heute male ich ein Pastellporträt von Dirk Steffens. Er ist sicher vielen bekannt aus seiner Serie Terra X. Er ist ein herausragender Naturfilmer und Dokumentarfilmer und außerdem Preisträger des Görlitzer Naturfilmpreises Meridian 2015. Das Porträt geht nach Fertigstellung in das Senckenberg-Museum für Naturkunde in Görlitz, wo sich auch bereits meine Porträts der bisherigen Preisträger befinden. Dann beginnen wir jetzt mit dem Pastellporträt. Hierzu benötigen wir verschiedene Materialien, zum einen natürlich den Maluntergrund oder das Papier. Hier verwende ich ein weißes Hahnemühle-Velourpapier, 260 Gramm. Es hat eine sehr samtige und griffige Oberfläche und ist dadurch bestens geeignet, um die losen Pastellkreidepartikel gut festzuhalten. Man benötigt dann hinterher auch weniger Fixativ, was meines Erachtens sehr gut ist, um die Brillanz der Farben zu erhalten. Als nächstes die Pastellkreiden. Hier verwende ich für den weicheren, für den kräftigeren deckenden Farbauftrag diese Rembrandt- und Jaxell-Pastellkreiden. Gibt es in allen möglichen Farbschattierungen. Und für die feineren, detailreichen Sachen hier von Conté, die etwas härteren Pastellkreiden und die sehr geschickten Farbstifte von Faber Castell, mit denen man sehr feine Details zeichnen kann. Ja, dann fangen wir mal an. Und los geht's. Die Vorzeichnung habe ich mit einem hautfarbenen Pastellstift angelegt. Nur ganz grob, weil viel Details zu zeichnen bringt hier nicht sehr viel, da die Pastellkreide relativ schnell alle Details überdeckt. Die Vorzeichnung auch immer in Hautfarben oder leicht bräunlich anlegen, da grau oder schwarz sogar würde viel zu stark sichtbar sein und auch die anschließenden aufgetragenen Pigmente verschmieren. Ups, jetzt ist die Sonne wieder etwas weg. Das Video wurde gemacht, als die Sonne und die Wolken sich ständig abgewechselt haben. Ich bitte das ein bisschen zu entschuldigen hier, aber ich denke, man kann es ganz gut alles soweit erkennen. Wenn die Vorzeichnung angelegt ist, beginne ich als erstes mit dem Hintergrund. Hat den Vorteil, wenn der Hintergrund einmal angelegt ist, wird er leicht fixiert mit einem Fixierspray. Damit lösen sich diese Pigmente weniger und da ich senkrecht zeichne, ist es sehr angenehm, dass hinterher, der Hintergrund ist ja meistens etwas dunkler, keine dunkleren Pigmente auf hellere Gesichtsbereiche fallen. Und das will man ja vermeiden. Also Pastell heißt auch immer sehr, sehr sorgfältig und vorsichtig arbeiten. Danach lege ich in der Regel von der Kleidungsstücke die oberen Details an. Zumindest so, dass man von den Farben her schon die Tonierungen, Dunkelheit, Mitteltöne, dunklen Töne, hellen Töne gut hat. Beim Gesicht selber beginne ich mit einer Art Ausmodellierung. Ich fange also nicht links oben an und höre rechts unten auf, sondern für mich hat ein Gesicht immer einen 3D-Hintergrund, logischerweise. Und den versuche ich mit einzelnen Farbschichten herauszuarbeiten. Also ich lege praktisch den helleren Hautton an, je nachdem, was für ein Hauttyp oder Hautfarbe die zu porträtierende Person hat. Und arbeite dann sukzessive mit leichter, dunkler werdenden Hauttönen, die ich vorher mir zurechtgelegt habe, dann das Gesicht heraus. Ich modelliere es praktisch mit den Farbtönen. Dazu fange ich dann mit den Mitteltönen an und arbeite mich dann in die dunkleren Bereiche vor. Immer im Hinterkopf behaltend, dass dieses Velourpapier, auf dem ich arbeite, nur eine bestimmte Anzahl von Pigmenten eben greifen kann. Und wenn die Oberfläche mal gesättigt ist, dann bringt es überhaupt nichts, noch weitere Farbschichten aufzulegen, dann geht da nichts mehr drauf. Das heißt also, man muss da immer sehr vorsichtig arbeiten, um die Schicht nicht von vornherein gleich zuzumachen. Ja, rot, werden sich jetzt manche denken, knallrot. Das Entscheidende ist, um eine lebendige, gesunde Gesichtsfarbe zu erzeugen, braucht man effektiv knallrot. Natürlich nur ganz vorsichtig aufgetragen, aber das gibt diese Leuchtigkeit, dieses gesunde, knackige, diese roten Wänkchen und so weiter. Und um das Ganze nicht zu kräftig werden zu lassen, decke ich es, wie gerade gesehen, mit einer mittleren Hautfarbe wieder zart ab, sodass ich auch die Übergänge in weiche
Übergänge und Tonierungen bekomme. Dann als letztes kommt praktisch Weiß dazu für die Erhöhungen oder für die Gesichtsbereiche, die herausstehen sollen. Als nächstes gehe ich dann an die Haare, wie man sieht, und arbeite die schon mal etwas detailreicher aus, wo dunkle Stellen sind, sodass das Gesicht immer mehr einen 3D-Effekt bekommt. Es muss irgendwann mit einem zu sprechen. Man muss das Gefühl haben, oh ja, jetzt wird es eine Person, jetzt ist es nicht nur eine Zeichnung. Und ganz wichtig ist, dass man auch immer die Schattierungen drin hat. Der Übergang von der Haut zum Haar ist nicht einfach jetzt nur eine Grenze, sondern das kann man sich ja selber im Spiegel auch mal anschauen. Das ist sehr, sehr detailreich, wie die Übergänge eben sind, wie die einzelnen Härchen da drin sind, wie die Schattenbereiche sind. Also das muss man sich alles immer sehr genau anschauen und bewusst machen und kann das dann auch entsprechend aufs Bild eben übertragen. Das Gleiche gilt auch für die Augenbrauen. Das sind nicht einfach nur zwei dunkle Balken, sondern das sind viele, viele, viele Härchen und die ergeben unterschiedliche Farbnuancen. Und diese unterschiedlichen Farbnuancen, die muss man ja festhalten, damit so ein Gesicht nicht einfach nur ein Block wird, sondern dass eben das Gesicht lebendig ist und viele Details eben aufzeigt. Erst ganz am Schluss eigentlich, wenn ich der Meinung bin, dass die Gesichtsform soweit stimmt, dann erst gehe ich zu den dunkleren Stiften, das heißt für die Nasenlöcher zum Beispiel, um dann die richtigen Kontraste rauszuarbeiten. Dann fange ich an, mit dem Mund zu modellieren und arbeite mich aber auch immer noch nicht mit den dunkelsten Farben ran, sondern immer von den mittleren Tönen zum Schluss zu den dunklen Tönen. Das heißt, der Hauptkontrast wird eigentlich erst am Schluss angelegt. Das ist eine Malweise, die ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Bei Bleistiftporträts beginne ich zum Beispiel eher mit den Augen, um einen ansprechendes Gegenüber zu haben. Das mache ich beim Pastellporträt eben nicht. Das ist manchmal ein bisschen, wie gesagt, gewöhnungsbedürftig, weil man ist immer geneigt, zuerst mit den Augen anzufangen. Aber meine Methode ist in dem Fall eben ein bisschen anders. Die Augen setze ich dann mit diesen Pastellstiften an, wo ich dann die ganzen feinen Details arbeiten kann. Wichtig ist es auch, auf den Sitz und den Stand der Pupille zu achten, sodass einen das Porträt, wenn man es denn möchte, direkt anschaut. Das ist ein bisschen tricky, um die Pupillen genauso auszurichten. Und ganz wichtig ist dann dabei bei diesem Effekt auch, wo die Glanzlichter in den Augen gesetzt werden. Die Glanzlichter setze ich dann auch immer relativ Schluss am Auge, um diesen Glowing, um diesen glänzenden Effekt zu bekommen, weil in dem Moment fangen dann die Augen, die ja wie eine 3D-Glaskugel eigentlich sind, an zu leuchten, wenn die Reflexionen des Lichts da drin festgehalten werden. Das Ganze gehe ich dann jetzt von den festen Pastellkreiden über zu den Stiften, male eigentlich fast nur noch mit den Stiften weiter und gehe jetzt wirklich in kleine Fältchen um die Augen, um Stirnfalten, um Mundwinkel, um Zähne. Zähne sind auch eine ganz heikle Angelegenheit. Man denkt immer, ah, schönes Hollywood-Strahlen. Nein, jeder Zahn hat unterschiedliche Grundfarben, die von gräulich bis gelblich gehen können. Natürlich darf man das nicht zu sehr übertreiben, denn in dem Moment werden die Zähne natürlich auch schnell dunkel und das will man natürlich nicht. Also die muss man alle sehr nuanciert machen, dass das Ganze immer einen 3D-Effekt hat. Es darf nie platt aussehen, das ist ganz wichtig bei einem Porträt. Dazu ist natürlich viel Detailarbeit notwendig. Hier im Zeitraffer sieht es alles sehr schnell aus, aber insgesamt braucht es dann doch seine Zeit, bis alles an der richtigen Stelle positioniert ist. Die Augen sind ein ganz eigenes Thema, da gehe ich wahrscheinlich auch noch in meinem eigenen Video ein bisschen mal drauf ein, wie man die am lebendigsten gestaltet. Es ist auch eine heikle Sache, man will auf der einen Seite so viel wie möglich individuelle Charakterisierungen im Porträt festhalten. Auf der anderen Seite muss man wirklich aufpassen, dass man das nicht zu stark macht, weil sonst eine Person leicht älter oder härter aussehen kann, als es in Wirklichkeit ist. Es sind also wirkliche Nuancen und Details,
auf die man eben achten muss. Eine interessante Sache ist, man kann ab und zu mal mit einem Spiegel, mit so einem Handspiegel, mit dem Rücken zu seinem Porträt hinstehen und sich das Ganze mal durch den Spiegel zu betrachten. Das ist ein sehr, sehr guter Effekt, den viele klassische Porträtmaler verwendet haben. Denn durch den Spiegeleffekt sieht man plötzlich, wo das Gesicht unter Umständen schief in Anführungszeichen geworden ist oder wo es nicht harmonisch ist. Und in dem Moment, wo man im Spiegel betrachtet das Porträt auch richtig erkennen kann und die Person stimmig ist, dann ist es auch ohne Spiegel einwandfrei. Hier werden immer noch mehr Details gemacht, die Schatten unter den Augenbrauen, die Schatten rund um die Fältchen, die Haaransätze, alles wird nochmal immer ein bisschen überarbeitet gemacht. Man muss auch aufpassen, dass die Stirn nicht zu zerfurcht aussieht. Man muss auch immer ein bisschen das Alter von den Personen eben im Blickwinkel behalten. Und man muss auch schauen, in welchem Licht ist das Gesicht angelegt. Ist es direkt in der Sonne oder ist es in indirektem Licht? Wo sind Schatten zu setzen? Die Schatten bei einer Gesichtsfarbe sind in der Regel entweder leicht grünlich, was auch eine schöne Komplementärfarbe eben zum bräunlich-rötlichen Gesichtston ist, oder eher bläulich-gräulich, also nie schwarz. Bitte schwarz nur für Pupillen verwenden und sonst für nichts. Weil schwarz ist eine sehr, sehr harte Farbe und hat eigentlich in einem Porträt, in einem Gesichtsporträt überhaupt nichts zu suchen. Außer bei den Haaren vielleicht, in manchen Schattenbereichen und wie gesagt bei der Pupille. Aber auch selbst bei sehr, sehr dunkelhaarigen Personen kommt die Farbe schwarz sehr, sehr selten vor. So langsam sieht sich Dirk Steffens doch immer ähnlicher. Und Dirk Steffens hat natürlich einen Bart, einen sogenannten Drei-Tage-Bart. Und man ist ja immer geneigt, man macht das Ganze, dieses Gräuliche, dieses Bartes schon gleich mit rein. Bitte nicht zuerst immer das Gesicht so malen, wie es ohne Bart ist, bei Männern natürlich. Und erst dann anfangen, wenn alles stimmig ist, am Schluss die Bartstoppeln draufzusetzen. Bartstoppeln sind natürlich sehr vielzählig vorhanden, aber es lohnt sich, die Mühe zu machen, die einzelnen Bartstoppeln punktförmig mit einem grauen oder dunkelgrauen Stift aufzutragen und dabei bitte auch den Gesichtsformen folgend. Also nicht immer nur gerade rüber, sondern nein, man muss die Oberlippe sehen, die Wölbung der Oberlippe und muss auch die Pünktchen dieser Bartstoppeln entsprechend dieser Wölbung eben platzieren, weil damit erreicht man dieses 3D, dieses Herausschauen eines Gesichtes aus dieser zweidimensionalen Papier- oder Leinwandebene. Ja, an dieser Stelle sollte man natürlich auch noch an die Kleidung denken, an den Kragen, an das Revers oder was auch immer für ein Kleidungsstück getragen wird. Zum einen von der Farbe, das sollte man vorher gut abgestimmt haben mit dem Hintergrund. Auf der einen Seite muss die Kleidung die Persönlichkeit unterstützen, auf der anderen Seite sollte sie aber das Gesicht nicht dominieren. Das ist ein feines Wechselspiel und auch hier sind die Details sehr, sehr wichtig. Teilweise spiegelt sich sogar unterhalb des Kinns oft noch die Farbe des Kleidungsstücks. Ja, und jetzt geht es praktisch noch um die letzten feinen Details. Wie gesagt, immer noch mal die Spiegelmethode anwenden, um zu kontrollieren, ob irgendwas aus dem Gleichgewicht gekommen ist. Und noch mal kleine Glanzlichter setzen, noch mal ein bisschen Kontraste hin und da schaffen. Ja, und so ist das Pastellporträt nun fertig und ich hoffe, es gefällt euch. Ein fertiges Bild gehört natürlich auch in ein Passepartout und einen schönen Rahmen. Und wie das Ganze jetzt aussieht, das zeige ich jetzt hier. Ich hoffe, es spiegelt nicht und man kann es gut erkennen. So sieht es dann fertig aus und so geht es dann auch auf die Reise.